und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche uns eine gemeinsam gesegnete halbe Stunde. Ich bin Eliane Bartel und moderiere die heutige Sendung für euch. Im Studio begrüße ich heute ganz herzlich Frau Karin Harry. Herzlich willkommen. Okay. Und mit ihr unterhalten wir uns zum Thema, wie ich meinem Glauben auslebe. Nach einer kurzen Pause steigen wir hier in den ersten Block. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema, wie ich den Glauben lebe. Frau Karin Harry, könnten Sie sich einmal kurz selber vorstellen? Ja, mein Name ist Karin Harry, wie Sie schon gesagt haben. Ich komme aus der Schweiz und lebe schon seit 28 Jahren in der Schweiz. Die Liebe hat mich dahin gezogen. Ursprünglich komme ich aus Deutschland, aus Norddeutschland, von der Nordseeküste. Und viele Menschen, die mir hier begegnen, die kommen mir sehr vertraut vor, weil die Norddeutschen, die haben einen ähnlichen Menschenschlag. Sie sehen ähnlich aus, sie haben ähnliche Namen. Auch die Häuser werden hier ähnlich gebaut. Von daher kommt mir das von meinem ostfriesischen Daheime, das hier vertraut vor. Und wie gesagt, die Liebe hat mich in die Schweiz gezogen. Ich habe meinen Mann, er ist Schweizer, vor 28 Jahren geheiratet. Und wir haben drei erwachsene Kinder im Alter von 19, 24 und 27. Und ich bin 55 Jahre alt. Welche Arbeit machen Sie und Ihr Mann hauptberuflich? Wir arbeiten an einer höheren theologischen Fachschule. Mein Mann ist dort Dozent für 80%. Und 20% ist er noch als Mentor für leitende Mitarbeiter in Gemeinden und auch in christlichen Werken. Und ich bin dort Bibliothekarin und nebenher schreibt mein Mann noch Bücher. Und ich mache nebenher noch Referate, bin mit Vorträgen unterwegs, vor allem vom Januar bis zum Sommer und dann im November wieder mehr. Sie sind auch Pastoren, ja? Also mein Mann war 11 Jahre lang Pastor einer Gemeinde, ja, und ich war dann die Pastorenfrau automatisch, ja. Und das haben wir gerne gemacht, das hat uns große Freude gemacht. Und irgendwann hat Thomas sich dann entschlossen, seine Aufgabe am theologischen Seminar, wo er vorher schon gearbeitet hat, an dieser höheren Fachschule dort mehr einzusteigen als Dozent. Und dann hat er die Aufgabe als Pastor aufgegeben. Und ich somit auch meine Aufgabe als Pastorsfrau. Aber es war eine schöne gemeinsame Zeit. Das haben wir gerne gemacht. Mit so vielen Aktivitäten, bleibt da dann noch Zeit für Hobbys? Ja, das bleibt mir. Die Kinder sind schon groß. Ich arbeite nicht so viele Stellenprozente als Bibliothekarin. Das sind 2 Tage die Woche, wo ich zur Arbeit gehe. Und die restliche Zeit kann ich meine Vorträge vorbereiten und kann dann auch unterwegs sein mit meinen Vorträgen. Ich lese sehr viel. Lesen ist für mich auch die Inspirationsquelle für das, was ich erarbeite an Themen. Und ich vertiefe mich gerne in Bücher und in Texte. Bücher, die mir gut gefallen, die lese ich auch gerne 3-4 Mal, lege sie auf den Nachttisch. Und da lese ich die auch manchmal so oft, dass das, was ich da jetzt gelernt habe, mir richtig zu eigen wird. Und ja, das ist so mein Haupt, was ich gerne mache. Dann habe ich jetzt ein E-Bike. Ich weiß nicht, ob man das hier kennt. Das ist ein Fahrrad mit Motor. Und bei uns muss man ja die Berge hoch und runter. Es ist nicht so schön flach wie hier. Und von daher bin ich nicht so gerne mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Aber jetzt habe ich ein Fahrrad mit Motor, wo mir hilft, wenn ich den Berg hochfahre. Und jetzt bin ich sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe da richtig was entdeckt. Und jetzt erkunde ich manchmal die Schweiz mit meinem Fahrrad. Sie sind, wie Sie schon sagten, auch Referentin. Wo und für welche Gruppe von Personen halten Sie Vorträge? Überwiegend für Frauenanlässe, Frauenabende, Frauenfrühstücks, auch viel Pfarrfrauentagung,
wo ich immer wieder mal eingeladen werde. Dann auch in Gottesdiensten, hier und da mal eine Predigt oder Mitarbeiterabende, die ein bestimmtes Thema erarbeiten wollen. Ja, das wäre so ungefähr, wo ich dann mit unterwegs bin. Aber überwiegend, ich würde mal sagen, so 70% sind es Frauenanlässe. Mhm. Und mein Herz schlägt auch für Frauen. Frauen ist, unter ihnen fühle ich mich wohl. Und da, ich finde, wenn Frauen, viele Frauen unter sich sind, dann entfacht irgendwas. Da schlägt mein Herz. Schön. Und wie sieht so ein Frauenfrühstück in etwa aus? Der Ablauf ist oft immer der gleiche. Dass man vorher zusammensitzt, entweder bei einem Kaffee und nur ein Gipfeli, sagt man bei uns. Das ist so ein Croissant. Mhm. Das wäre dann so die schlanke Variante, wo es dann mehr darum geht, zusammenzukommen und das Referat zu hören. Dann gibt es aber auch üppige Frauenfrühstücks mit großen Buffets, die das dann ein bisschen größer machen. Aber der Ablauf ist dann der gleiche. Man sitzt zusammen, man trinkt zusammen Kaffee und Frühstück miteinander oder isst ein Gipfeli. Und danach gibt es meinen Vortrag und danach ist man dann noch zusammen oder man hat noch Zeit zum Fragen stellen und so. Zwischendurch gibt es dann noch schöne Musik, vielleicht auch mal ein Theaterspiel. Mhm. Ja, das ist ganz individuell. Das letzte Mal war ich in einem Orchideenhaus. Das war sehr hübsch. Das war ein Gewächshaus, wo nur Orchideen ausgestellt waren und mittendrin durfte ich da meinen Vortrag halten. Das war ein sehr hübsches Setting. Das hat mir sehr gefallen. Wir gehen in eine kurze Pause und danach machen wir hier weiter. Wir sind hier in der Sendung Frauen wie wir zum Thema, wie ich meinem Glauben lebe. Frau Harry, welches sind Ihre Lieblingsthemen? Oder eventuell auch die Themen, nach denen Sie am öftesten gefragt werden? Nach dem Thema, nach dem ich am meisten gefragt werde, das ist der Titel Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Und ich glaube, es hat mit dem Titel zu tun, weil er fröhlich ist und weil er gut klingt und weil er sich auf einem Einladungszettel gut macht. Und ich glaube aber auch, dass es Frauen interessiert oder auch beschäftigt, wie kann ich derjenige sein, der ich wirklich bin? Und wie kann ich die sein, die Gott möchte, dass ich das sein werde? Und ich glaube, das ist der Grund, warum das genommen wird. Und ich habe das ein, zwei Mal gehalten und es hat gut gefallen. Und dann spricht sich das auch schnell mal rum. Das Thema war gut, das kann man nehmen. Und dann sagen die anderen, okay, wenn die anderen das Thema schon mal gut gefunden haben, sind wir auf der sicheren Seite, dann nehmen wir das auch. Mhm. Und so war ich viel mit diesem Thema unterwegs. Aber auch andere Themen werden gerne genommen. Also fast alle Themen auf meiner Webseite werden genommen. Und ich kann gar nicht sagen, was meine Lieblingsthemen sind, weil sie sind mir alle ans Herz gewachsen. Und alle Themen reden aus meinem Leben. Es hat immer etwas damit zu tun, eine Lektion, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und aus dieser Lektion habe ich dann ein Thema erarbeitet. Mhm. Und darum sind mir alle Themen irgendwie ans Herz gewachsen und auch wichtig. Wenn ich überlege mir jedes Jahr ein neues Thema und tue dann auch schweren Herzens da mal eins raus, wo ich merke, das wird nicht so oft gewählt. Und tu dann das neue Thema rein. Mein neuestes Thema ist Shabby Chic, was man aus alten Schachteln noch machen kann. Und das hat auch wieder mit meinem Leben zu tun. Ich bin 55, ich bin in den Wechseljahren, ich bin eine alte Schachtel geworden. Und somit halt auch Shabby Chic, das ist ein Wort für etwas, wo man etwas Altes wieder neu aufpeppt und schön aussehen lässt. Und ich habe das einfach als Titel genommen, weil es lustig klingt und weil es auch passt zu meinem Thema. Und das ist eben das nächste Thema, was ich jetzt dann vor Weihnachten noch vorbereiten werde. Mhm. Und es soll dann so sein, dass es junge Leute anspricht. Wie kann ich mit meiner Mama umgehen, die jetzt plötzlich anfängt zu spinnen, weil sie eben halt in die Wechseljahre kommt? Und wie kann ich diese Zeit gut gestalten? Was wartet noch auf mich? Wie gehe ich mit all den Fragen um, die mich dann plötzlich im Alter beschäftigen, die mich vorher nicht so beschäftigt haben? Wie gehe ich damit um, dass ich Wünsche zur Seite legen muss, weil sie sich nicht mehr erfüllen werden, rein
zeitmäßig oder kräftemäßig nicht mehr? Mhm. Oder was wartet noch auf mich? Was kann ich denn noch tun? Und all dies, das wird das neue Thema sein. Und es hat so haben all meine Themen auch mit einer Lebensphase von mir zu tun und von etwas, wo ich vielleicht durchlitten oder durchlebt oder erkannt habe. Mhm. Mhm. Oft haben meine Themen damit zu tun, authentisch zu sein. Mhm. Der zu sein, der ich wirklich bin. Wie kann ich zu mir stehen? Wie kann ich nach außen auch die Person sein, die ich sein möchte? Mhm. Und wie kann ich aufrecht und gerade durchs Leben gehen und auch mit einer Vergangenheit, die vielleicht nicht einfach war, das Leben meistern und doch fröhlich in die Zukunft gehen? Das sind so die Hauptinhalte von meinen Themen. Mhm. Machen Sie neben diesen Vorträgen auch noch persönliche Beratung? Oder wenn die Personen, die auf den Vorträgen waren, es wünschen oder halt dem Vortrag? Mhm. Ich bin keine Seelsorgerin. Mhm. Ich habe auch keine psychologische Ausbildung und auch keine Mentorenausbildung. Mhm. Also in dem Sinne bin ich nicht tätig. Mhm. Was hin und wieder vorkommt, ist so, dass Leute zu mir kommen und ich biete wie geistliche Begleitung an. Mhm. Das ist dann mehr punktuell, wenn jemand was in Ordnung bringen will oder mal eine Beichte ablegen möchte, wenn jemand ein Gebet braucht oder einfach mal das Herz ausschütten möchte. Genau. Dann bin ich die richtige Person für das. Das mache ich gerne. Und das ist auch meine Art, mit Menschen dann einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Aber alles, was so in psychologische Begleitung geht oder wo Coaching oder Mentoring gebraucht wird, da habe ich keine Ausbildung dafür. Mhm. Und ich glaube auch nicht die Fähigkeiten, die man dazu braucht. Aber ich bin wie so eine geistliche Mami. Mhm. Das kann ich gut. Für jemanden etwas Tröstendes oder etwas Gutes mit auf den Weg gehen, damit man wieder fröhlich im Glauben weitergehen kann. Jetzt sind Sie hier mit Ihrem Mann zusammen unterwegs. Bringen Sie auch gewisse Vorträge mit ihm zusammen oder Themen, die Sie gerne zusammenbringen? Überwiegend sind Thomas und ich alleine unterwegs. Ich mit meinen Vorträgen und er mit seinen. Ich gehe gerne mit ihm mit und höre ihm zu. Nach all den Jahren höre ich ihm immer noch gerne zu. Und bin einfach da und erlebe mit ihm die Zeit. Das ist auch etwas sehr Schönes. Zusammen machen wir hin und wieder Eheabende oder Ehe-Themen, wenn sie gewünscht werden in Gemeinden. Oder auch Mitarbeiterpaare, da haben wir Schulungen schon angeboten, auch in unserer theologischen Hochschule, höhere Fachschule, Entschuldigung. Mhm. Da haben wir auch schon eben für Mitarbeiterpaare, die in Verantwortung stehen in Gemeinden, Schulungen angeboten. Oder was wir auch zusammen machen, ist so ein Mentoring-Programm für leitende Mitarbeiter in der Gemeinde, wo wir auf Augenhöhe bestimmte Themen für eine gewisse Zeit anschauen und darüber reden und uns gegenseitig ermutigen und fördern. Das ist etwas, was wir zusammen machen. Aber so Vorträge halten, das halte ich vorwiegend alleine. Wir sind zwei verschiedene Typen, Thomas und ich. Und halten tun wir es ähnlich, aber wir bereiten es anders vor. Thomas ist jemand, wo eine Struktur vor Augen hat und dann sein Thema in diese Struktur hineinbringt. Und das ist auch sehr schön, da mag man ihn auch sehr gut folgen. Ich habe oft ein Thema und versuche dann für dieses Thema eine Struktur zu finden. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Und das gemeinsam zu erarbeiten ist manchmal schwierig. Und das müssen wir noch ein bisschen lernen. Aber es gelingt uns je länger, je besser. Und die Kinder sind jetzt groß. Und ich habe so den Eindruck, da wartet vielleicht noch etwas auf uns. Etwas Neues, wo wir zusammen starten können. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin offen dafür. Wer weiß, was Gott noch mit uns vorhat. Wir schalten eine kurze Pause ein und danach machen wir hier weiter. Wir sind hier in der Sendung Frauen wie wir. Mit Frau Harry unterhalte ich mich zum Thema, wie ich meinen Glauben lebe. Frau Harry, wie sieht denn der Glauben für Sie im Alltag aus? Ja, der Glauben zeigt sich bei mir im Alltag vor allem in Zeiten, wo ich alleine bin,
wenn ich mit Gott Zeit zusammen verbringe. Und dann hoffe ich, dass das, was ich da, die Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, dann Auswirkungen hat auf meinen Alltag. So, es gibt Zeiten, wo meine Seele unruhig ist, wo irgendwas Unvorgesehenes kommt, wo ich mir Sorgen mache um die Kinder oder um andere Sachen Sorgen mache oder wo Sachen mich beschäftigen oder wo irgendein Konflikt ist und dieser Konflikt beschäftigt mich fest. Mhm. Und dann spüre ich, meine Seele ist unruhig. Und wenn sie dann so unruhig ist, dann merke ich auch, das fällt mir dann im Alltag schwer, eine gelassene Person zu sein. Das sind dann vor allem Zeiten, wo ich mehr Zeit brauche, wo ich mich dann mit der Bibel zurückziehe und Zeit mit Gott verbringe. Mhm. Ich komme am besten zur Ruhe, wenn ich etwas lese, mich mit etwas beschäftige. Oft lese ich dann die Psalmen. Weil in den Psalmen, da sind alle Gefühle drin vorhanden, da sind auch alle Dinge drin vorhanden, die das Leben so mit sich bringen. Und das tröstet mich oft oder holt mich dann wieder von oben runter oder lässt mich fokussieren auf das Eigentliche. Und dann kann ich auch wieder gelassen in meinen Alltag gehen. Und aus dem heraus kann ich dann auch wieder gelassen auf meine Mitmenschen reagieren. Mhm. Ich habe meine Kinder Gott abgegeben und weiß, sie sind bei ihm gut aufgehoben. Ich kann einem Konflikt etwas gelassener begegnen, weil ich innerlich zur Ruhe gekommen bin und auch wieder weiß, was ich will und was ich nicht will. Und so zeigt sich das, glaube ich, in meinem Glaubensleben am meisten. Mhm. So, dass ich... ich habe das offen. Das hat vielleicht auch mit meiner Vergangenheit zu tun, die nicht immer einfach war, dass ich vielleicht eher eine Person bin, die mal eine unruhige Seele hat oder die sich an etwas erinnert, wo nicht so schön war und mich dann bedrückt und ich aus dieser Bedrückung wieder heraus muss. Und dann hilft mir das sehr. Da lese ich auch gern mal die Bergpredigt oder eine Geschichte, wo Jesus erzählt hat. Das holt mich dann wieder zurück und lässt mich wieder fokussieren. Und dann fühle ich mich auch wieder ein bisschen in Gottes Nähe, gut aufgehoben. Mhm. Es sind dann so kleine Rituale, wo mir dann auch helfen. Ich habe eine Kette, die heißt Perlen des Glaubens. Ich wollte sie mitbringen und habe sie liegen lassen. Es ist so eine kleine Perlenkette, wo Perlen mit verschiedenen Farben dran sind und sie heißen Perlen des Glaubens. So kann man sie auch kaufen unter den Namen. Und jede Perle hat eine Bedeutung. Es ist die Gottesperle, meine Geheimnisperle, die Perlen für die Menschen, die ich liebe. Und wenn ich dann so gar nicht mehr weiß, was ich beten soll oder wenn ich sehr, wenn ich eine aufgewühlte Seele habe, dann bete ich gerne diese Perlen entlang. Dann habe ich Themen und dann kann ich an diesem Thema bleiben und dann weiß ich, wofür ich bete und so komme ich innerlich wieder zur Ruhe. Mhm. Das hilft mir. Und so versuche ich, Jesus in mein Leben hineinreden zu lassen und bete dafür, dass er aus mir herausstrahlt. Das ist so eigentlich mein Hauptwunsch in meinem Leben. Kann man mir folgen? Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja, schon, ganz. Frau Harry, welche sind für Sie als Mutter, Ehefrau, Bibliothekarin, Referentin, welche sind jetzt so für Sie die besonders schönen Momente? Als Mutter und als Familienfrau sind die schönsten Momente, wenn Herz und Herz zusammenfinden. Wenn wir einmal in der Woche treffen wir uns als Familie zum Abendbrot und dann sitzen wir zusammen und tauschen uns aus und erzählen uns, was so war die Woche. Und wenn das ein schöner Abend war, wenn die Herzen sich zusammengefunden haben und wir ein fröhliches, zufriedenes Miteinander hatten, dann ist das für mich als Mami natürlich das Schönste. Das genieße ich sehr und da geht mein Herz auf. In der Ehe finde ich das am schönsten, wenn mein Mann und ich auf Augenhöhe uns gemeinsam in unserem Tun unterstützen. Wenn ich ihn unterstütze in seinem Tun und wenn er mich unterstützt in dem, was ich tue und wir gemeinsam dann uns da auch befähigen und gute Dinge zusprechen, das sind für mich die besonders schönen Momente.
Und in der Bibliothek finde ich das einfach schön, wenn ich mit den Studenten zusammen bin in der Bibliothek und wenn ich ihnen helfen kann und für sie da sein kann, da kommt auch so ein bisschen die Mami wieder in mir hervor und ich bemuttere sie dann gerne. Und wenn sie dann glücklich sind bei mir in der Bibliothek, dann bin ich auch glücklich. Ja. Und als Referentin? Als Referentin sind die schönsten Momente, wenn ich etwas gesagt habe und ich merke, es hat bei den Frauen etwas ausgelöst. Es hat bei ihnen etwas angeklungen, wo sie auch kennen, oder es war für sie ein Schlüsselmoment, wo sie etwas erkannt haben, wo sie sich selber sagen, ah, das möchte ich auch so ändern, oder das hat mir geholfen, getröstet oder vielleicht auch korrigiert. Mhm. Und wenn ich so in dem Sinne auch Gott mich gebrauchen kann, indem ich etwas sage und er transportiert das in die Herzen hinein. Das sind für mich die schönsten Momente. Mhm. Das ist der Sinn von meinem Tun, dass das, was ich sage, in die Herzen der Frauen hineintrifft und ja, ihnen auch weiterhilft oder auch tröstet. Ja. Und welche sind für Sie so die schwereren Stunden, die schwierigen Momente? Die schwierigsten Momente sind eigentlich, wenn Thomas und ich den Terminkalender zu voll haben. Mhm. Wenn wir zu viel vorhaben. Mhm. Und wenn wir merken, es bleibt gar keine Zeit mehr auch für die schönen Dinge im Alltag. Mhm. Es bleibt keine Zeit mehr, mal im Garten zu sitzen und da kein Mate trinken, sondern entweder einen Tee oder einen Kaffee. Und auch mal austauschen, Zeit für sich zu haben, auch mal eine Standortbestimmung machen. Wenn wir das nicht mehr können, sondern nur noch von einem Termin zum anderen flitzen, dann ist mir nicht mehr wohl und dann ist auch dem Thomas nicht mehr wohl. Das ist schwierig. Was ich auch schwierige Momente finde, im Referentin sein und auch als Bibliothekarin, wenn ich Erwartungen nicht erfüllen kann, die an mir gestellt sind, weil es Erwartungen sind, die ich nicht erfüllen kann, weil es nicht in meinen Aufgabenbereich gehört. Wenn zum Beispiel Studierende Hilfe möchten, wo ich jetzt nicht erfüllen kann, weil meine Zeit dafür nicht reicht, dann fällt mir das besonders schwer, weil ich das sehr gerne tun möchte. Und ja. Oder wenn auch von Veranstalterinnen, von Frauenfrühstücks Erwartungen an mich herangetreten werden, die ich nicht erfüllen kann, wie zum Beispiel, ich werde sehr persönlich in meinen Vorträgen. Mhm. Und weil ich sehr persönlich werde und auch von mir erzähle, auch von der Familie erzähle, möchte ich nicht, dass Aufnahmen gemacht werden. Mhm. Und das finden manchmal die Veranstalterinnen sehr schade. Und ich verstehe das auch, dass sie das schade finden. Aber es fällt mir dann schwer, da zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Das muss ich dann lernen. Mhm. Und oft wird das auch akzeptiert und ist das auch kein Problem. Es ist mehr mein Ding, dass es mir dann schwer fällt, zu sagen, nein, lieber nicht. Und zum Schluss, haben Sie noch Worte, die Sie an unsere Zuschauerinnen weitergeben möchten? Ich bin ja jetzt hier im Chaco das erste Mal und habe die Frauen hier kennengelernt. Und ich muss sagen, ich bewundere die Frauen hier. Sie zeigen sehr viel Durchhaltewillen hier in Chaco. Sie sind sehr wissensdurstig, das hat mir auch sehr Eindruck gemacht, wie viel sie auch lesen und wie viel sie interessiert sind an verschiedenen Themen. Das auch aus den Frauen, so empfinde ich das, strahlt viel Kraft heraus. Mhm. Es sind Frauen, die etwas erreichen können und die auch schon viel erreicht haben, das spürt man ihnen ab. Auch die große Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, die mir entgegengebracht wird. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Frauen im Chaco, die mir begegnet sind. Das hat mich also sehr beeindruckt. Das fand ich sehr schön. Zusprechen möchte ich Ihnen. Ich bin überzeugt, wenn Frauen einen Schulterschluss begehen, also wenn sie zusammenstehen und zusammen für etwas einstehen und zusammenhalten und etwas bewegen wollen, dann kann man Großes bewegen. Dann hat man große Kraft, gemeinsame Kraft. Und das möchte ich den Frauen im Chaco zusprechen, weil das sehe ich in ihnen. Wenn sie sich zusammentun und gemeinsam etwas erreichen wollen und auf Gott vertrauen, und dieses Gottvertrauen, das spüre ich hier im Chaco ja sehr stark, habe ich das Gefühl, es ist Großes möglich hier im Chaco. Und ich glaube, Gott hat noch einiges vor mit den vielen
willensstarken Frauen mit viel innerer Kraft. Vielen Dank, Frau Herrin, dass Sie hier waren. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Ich danke für jede Person, die heute eingeschaltet hat. Wir danken RSSF für diese Sendezeit und die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.